Heute ist Dienstag, der 9.7. Heute kam 16 Uhr von Rockstar der GTA 5 Trailer. GTA 5 wird 199%, also 199%ig im Video kommen. Mit 100% wird 1 kommen und 99% sogar ein zweites vielleicht. Und mit 7%iger Chancen Let's Play. Also ein Let's Play braucht er eigentlich gar nicht zu erwarten. Weil sowas spiele ich einfach nur gerne privat. Also da habe ich eigentlich keinen Bock dazu zu quatschen. Weil in GTA, ey. GTA Let's Play, nee, das macht nur Gronkh. Das mache ich doch nicht. Habe ich das genau wieder weggepackt. So, wir brauchen Zäune theoretischerweise. Aber erstmal brauchen wir ein Fundament. Aus was baut man das eigentlich aus Stein, wa? So, ich habe auch mal geguckt, man hört übrigens auch die Tastatur und die Maus immer noch, da tut mir wirklich leid. Da tut mir leid, aber ich kann da auch nichts dafür. So, ich weiß auch, dass das nicht reicht, aber ich muss ja hier irgendwie ein Fundament bauen, man soll ja auch noch nirgends rumgehen können. Ich kann ja nicht bloß ein 3-Block-Fundament bauen. Und das möchte ich auch so realistisch wie möglich eigentlich bauen, da das auch noch nach unten geht. Aber zum Thema GTA zurück. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, wenn ihr nicht gesehen habt, guckt einfach mal bei YouTube. Das Gameplay ist ja kein Trailer, das ist ein Gameplay-Video. Das ist ja das Besondere, weil das sind wirklich nur Spielszenen und da habe ich schon den Kommentar gelesen. Oh, die Grafik ist ja eigentlich total schlecht. Boah, wisst ihr, was ich mir da gedacht habe? Macht selber ein Spiel. Macht selber ein Spiel. Macht mal so ein Riesenspiel. Einzige, wo ich mich bei Rockstar natürlich ärgern muss, das hat man das bei Vizebeast angesprochen? Ich weiß es nicht. Guckt mal bei Vizebeast rein. Da sprechen wir so viele Themen. Ich spreche meistens sogar welche hier in dem Let's Play immer nochmal an. Weil ich das selber gar nicht weiß. So traurig ist das aber wahr. So, und auswählen und zack, weiter geht's. Ja, das wird aber sehr knapp. Ups, da habe ich jetzt gar nicht auf die Luft geachtet. Die sollte man natürlich auch achten. So, das ist jetzt komplett zu. Okay. So, jetzt muss ich irgendwie lebendig hochkommen. Das wird ein Akt. Das schaffen. Aber hier gerade so. Boah, jetzt reicht das nicht, oder was? Ja, wo ich mit der war, ja. Ist genauso stabil. Oh, jetzt wird's knapp. Uiuiui, das war aber ganz schön knapp. Das hätte auch wieder anders enden können. Ich kenne mich. Das wisst ihr ja mittlerweile. So, da haben wir das Fundament. Da baue ich mir mal hier eine Crafting Table. Oder eine Werkbank. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass die Textur hier unten sogar scharf war? Mensch, nee.
So. Packen wir mal zwei Stacks erstmal hin und bauen hier einmal ringsrum. So wieder so einen Knick reinbauen. Damit es eben nicht das 0 auf 15 Gebäude ist. Weil 0 auf 15 Gebäude kann ja jeder bauen. Aber ich bin nicht jeder, ich bin der 15er Fairblower. Ich baue halt nur mal was anderes. Als der Mainstream-Rest. So. Ich wollte eigentlich auch nachher nochmal eine Runde Dingens aufnehmen. Wie heißt das? Pflanzen gegen Zombies. Das kommt ja, die kam ja, glaube ich, diese Woche sogar schon. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was kam, was kommt und so. Ich muss mir wirklich mal wieder einen Upload-Plan erstellen. Das will man eben, wie gesagt, wie ich, jeden Tag 6 Stunden am See liegt und sich einfach nur braun werden lässt und das Leben genießt. Da kommt man zu nichts, glaubt mir, Leute. Ganz schlimm, lasst euch nie verleiden. Wenn die Kumpel sagen, oh, kommst du mit zum See? Sagt einfach, nee, ich zock. Nee, natürlich, ich weiß, Spaß, Jungs. Guckt nicht hier irgendwie auf YouTube rum und geht das reale Leben genießen oder zockt nicht den ganzen Tag im W3, Black Ops 2, Battlefield. In den Abend spielt, wenn es dunkel ist und ihr niemanden mehr habt, mit dem wir was unternehmen können, dann ist das in Ordnung. Mache ich ja auch. Ich spiele immer einen Abend. Aber tagsüber bei solchem Wetter, nee. Also Wetter spielt, das tut mir leid. Da gehört sich einfach nur irgendwo unterwegs sein mit Kumpels und den Tag genießen, also. Früher war ich aus, da habe ich jeden Tag nur gezockt und dann irgendwann habe ich mir gedacht, nee, kannst du nicht mehr machen. Das ist doch langweilig, wenn du jeden Tag das gleiche machst. Das ist eben so eine Sache, wo ich immer sage, kneift euch die Backen zusammen und geht einfach mal mit. Und wenn es euch irgendwie unangenehm ist, am See zu liegen, ach scheiß drauf. Solange wie euch niemand drauf anredet, macht einfach. Und jetzt könnt ihr auch sagen, ja, dann können wir da gar nicht deine Videos gucken. Ja, dann macht das nicht. Ganz einfach. Das könnt ihr mir überhaupt nicht als Ausrede bringen. Und außerdem, so viele gucken mal meine Videos auch nicht. Und das ist auch, der eine hat gut so und der andere natürlich, man wünscht sich gerne mehr Erfolg. Aber ich wünsche mir auch nicht so einen Erfolg wie der Gronkh oder so. Wisst ihr warum? Wisst ihr, was das für ein Stress ist, wenn man überall bekannt ist? So was will ich gar nicht. Wenn man überall bekannt ist in der Zeitung und allem. Und du dich nicht mehr ordentlich durch die Straßen bewegen kannst und dass du nur noch Stress kriegst. Oh, bist du nicht der? Ich hab dich da gesehen und sowas. Deshalb. Nee. Also ich mache Videos aus Spaß. Es soll nie mein Beruf werden. Ich möchte lieber andere berufliche Dinge vollziehen. Das will ich ja vielleicht auch mal demnächst ansprechen. Aber macht lieber einfach mal was im Real Life. Ich selber kann aus Erfahrung sprechen. Ich war wirklich, ich will es nie sagen, aber es war eigentlich eine Internetsucht, weil ich kam aus der Schule jeden Tag PC an und dann saß ich bis 22 Uhr vom PC. Und kam nur selten mal raus. Für ein paar Monate im Winter. Letztes Jahr. Und das will ich nicht nochmal erleben, weil es war einfach ganz schlimm. Ja, klingt zwar wie, ja, aber was hast du denn gemacht, wenn es dir gar nicht gefallen hat? Im Nachhinein war es schlimm. Im Nachhinein habe ich mir so gedacht, was du mit der Zeit, die du jetzt... Oh, jetzt habe ich gerade Ölzischmerzen in der Hand. Au. Au, warum sticht meine Hand so komisch? Wenn er selber live im LP stirbt die Hand ab. Ne, macht einfach was mit eurer Zeit. Es ist immer besser, wenn man was mit Kumpels unternimmt. Ist erstens lustiger, wenn ihr gute Kumpels habt, die euch auch tolerieren. Wenn ihr natürlich Freunde habt, oh, so fett. Ja, das sind keine Freunde, das sind Dummschwätzer, meiner Meinung nach. Solche Leute. Und denen gehört wirklich auch nicht der Titel Freund anerkannt. Ein Freund ist was, wenn du dem sagst, zum Beispiel ich im See, ich mag es nicht zu tauchen. Ich mag es nicht, wenn ich hier irgendwie von jemandem runtergedrückt wäre und mir dann hier tauchen muss. Bei meinen Kumpels sage ich dann immer, das war jetzt natürlich richtig toll, dass ich jetzt die Oberschicht wieder bauen kann. Bei meinen Kumpels sage ich da einfach, Jungs, ich möchte das nicht.